in meinem Depot und das war natürlich wirklich ein Desaster und ich habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt dabei. Das kann man wirklich so sagen. Kennt ihr das, wenn scheinbar jeder mit Aktien Geld verdient, die ganze Zeit über eine Aktie geredet wird und diese total gehypt wird, aber irgendwie nach und nach immer mehr Leute mit genau dieser Aktie Geld verdienen? Du aber immer noch nicht einsteigst, weil du sagst, nein, eigentlich ist mir das Ganze zu heiß gelaufen. Da lasse ich die Finger davon. Aber dann kommt der Nachbar noch dazu und der Nächste bei Facebook und bei YouTube, alle verdienen scheinbar mit dieser Aktie Geld. Und irgendwann sagst du dir, ich muss jetzt auch mal hier einsteigen. Ich will auch was von dem Kuchen abhaben und ich möchte auch profitieren von den tollen Renditen dieser Aktie in kurzfristiger Zeit. Dann steigst du ein und was passiert am nächsten Tag? Minus 5%. Was passiert in der nächsten Woche? Minus 10%. Und so weiter und so fort. Und du bist wieder mal genau da eingestiegen, wo es am allerungünstigsten war. Und dieses All-Time-High, wo du eingestiegen bist, wird so schnell gar nicht wiederkommen. Und irgendwann musst du dir eingestehen, ja, das Ganze ist einfach schlecht gelaufen und ich muss einen Cut ziehen und muss das verkaufen. Oder du hoffst weiterhin, dass die Aktie irgendwann wieder mal dazu hin zurückkommt und du irgendwann mal einen Schnitt plus minus null machen kannst und sagen kannst, weg mit dem Mist. Genau diese Sache ist mir in einer ähnlichen Art und Weise passiert. Also wenn du jetzt denkst, du bist der Einzige, dem sowas mal passiert ist, wenn dir das denn überhaupt mal passiert ist, nein, bist du nicht, denn mir ist es auch passiert. Und das Ganze ist auch gar nicht so lange her, denn das war in diesem Jahr. Und das möchte ich euch jetzt hier mal erzählen. Und ihr wisst, ich beschäftige mich wirklich intensiv mit der Börse und mache das auch schon einige Jahre lang. Und man sieht daran, dass selbst wenn jemand wie ich ein bisschen mehr Erfahrung schon mitbringt, und das will ich jetzt einfach mal über mich behaupten, dass ich mich schon einigermaßen gut auskenne, dass selbst mir genauso eine Sache passieren kann. Also der ungünstig einsteigt und dann irgendwann einen super massiven Verlust hat. Und genau das ist mir eben passiert. Und in diesem Video werde ich dir ja diese schmerzhafte Erfahrung von mir mitteilen. Und werde dir aber auch sagen, was ich daraus gelernt habe. Und ich denke, dass du auch so einiges mitnehmen kannst aus diesem Video, aus meiner schlechten Erfahrung und das für dich nutzen kannst und für deine zukünftigen Entscheidungen und Aktieninvestments ebenso psychologisch für dich nutzen kannst und besser aufgestellt bist in Zukunft. Ja, und was habe ich nun eigentlich genau gemacht? Mit welcher Aktie habe ich hier gehandelt? Und zwar habe ich mir am Anfang des Jahres gedacht, ja, ich und meine Familie, wir fahren sehr, sehr gerne mit dem Kreuzfahrtschiff, nämlich mit der AIDA, das haben wir schon ein paar Jahre lang gemacht. Und warum denn dann auch nicht Aktien dieses Unternehmens erwerben? Denn es gab noch ein nettes Gimmick, neben fast 4% Dividende gab es nochmal on top Bordguthaben, was wir für unsere zukünftigen Urlaube nutzen könnten, was eben noch da drauf kommt. Und dann, glaube ich, wäre man umgerechnet auf eine Dividende, wenn man das umlegt auf das Investment und dann 1 bis 2 Urlaube nutzt pro Jahr, wäre man auf ungefähr 7%, meine ich, gekommen damals. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsdividende, plus dass man doch eigentlich ein Unternehmen hat, ja, was ziemlich gut läuft, ne? Was immer mehr Schiffe baut, immer mehr Umsatz macht, die Gewinne sahen ebenso gut aus. Und dann kaufen wir doch einfach mal 100 Aktien dieses Konzerns, denn man brauchte damals auch 100 Aktien, um genau dieses Bordguthaben zu erreichen. Und deswegen habe ich genau 100 Aktien damals gekauft. Und das habe ich eben getan am, und da muss ich mal eben nachschauen, der Kauf, der war am 21. Februar 2020. Da habe ich mich dann entschieden, der Kurs war vorher minimal runtergegangen und ich dachte, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, hier zuzugreifen, zumal wir den nächsten Urlaub eben buchen wollten. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt kaufst du diese 100 Aktien. Habe das also auch getan. Und wie es eben so kommen musste, ist quasi wirklich am nächsten Tag ist das Ganze in den Keller gerauscht. Ihr wisst, warum in diesem Jahr im März die Corona-Krise hat in voller Macht zugeschlagen. Damals war noch nicht absehbar, bevor das jetzt natürlich alle behaupten, dass es wirklich zu einer so großen, vollumfassenden Pandemie führen würde und diese Krise natürlich auch die ganze Reisebranche per se über Monate lang eigentlich ja auf Null runterfahren lässt. Das war noch nicht absehbar zu dieser Zeit.
Und so kam es dann eben dann aber doch, und das innerhalb von wenigen Tagen ging es wirklich rasant nach unten und der ganze Markt ist gefallen und natürlich die Touristikwerte ja fast am meisten mit, neben den Ölwerten vielleicht, die auch wirklich arm dran waren, ist aber auch hier meine AIDA-Aktie oder die Carnival-Aktie, was ja die Corporation ist, die da drüber steht, über dem AIDA-Namen, die ist eben ordentlich gefallen. Und ich werde euch jetzt ja auch mal einen Chart einblenden und da seht ihr wirklich, es hätte nicht ungünstiger für mich laufen können. Ja, ich bin am 21. Februar, das markiere ich euch hier im Chart, bin ich eingestiegen zu einem Kurs in Euro von 39,22 €. So, und jetzt ging das Ganze eben nach unten und siehe da, ich habe mich auf einmal nicht mehr so wohl gefühlt mit meinem Carnival Investment. Und irgendwann wurde dann auch klar, dass wahrscheinlich die Carnival Corporation nicht mehr so schnell dahin kommen würde, wo sie mal war. Denn die ganzen Schiffe sind nicht mehr gefahren. Dann hieß es schon, das wird auch in Zukunft sehr, sehr schwer werden. Das Ganze unterliegt gewissen Restriktionen und so weiter. Und irgendwann kamen auch noch Finanzierungsschwierigkeiten dazu bei den Kreuzfahrtgesellschaften. Und so war der Kurs dann letztendlich am Boden. Und das Ganze hat wirklich nicht lange gedauert. Das hat nämlich nur 18 Handelstage gebraucht. Das ist noch nicht mal ein Monat, das sind 26 Kalendertage, dass die Aktie wirklich komplett runtergeplumpst ist, minus 81,4%. Und so waren die 100 AIDA-Aktien auf einmal nur noch, ja, noch nicht mal mehr ein Fünftel wert von meinem Anfangsinvest. Und das waren eben so ungefähr 4.000 €. Und ja, dementsprechend stand da nur noch eine 8 vor, nur leider mit einer Stelle weniger, nur noch mit drei Stellen, also 800 € hatte ich hier notiert bei Carnival in meinem Depot. Und das war natürlich wirklich ein Desaster und ich habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt dabei. Das kann man wirklich so sagen. Und ja, warum habe ich die Aktie überhaupt so lange behalten? Gut, es war letztendlich meine Hoffnung, dass diese Aktie auch irgendwann oder diese Pandemie gar nicht so schlimm ist und die Börse das Ganze schlimmer einpreist, was durchaus hätte sein können, auch für diese Branche. Aber das war, wie gesagt, meine Hoffnung, aber das Ganze ist nicht so gelaufen, wie ihr wisst. Und dann habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um das wirklich zu verarbeiten, habe die Aktie weiter im Depot behalten und habe dann irgendwann, wo es ein bisschen höher gegangen ist, das war nämlich, da muss ich auch noch mal kurz schauen, das war am 30.04., da haben wir nochmal einen kurzen Peak gehabt und da habe ich die Chance ergriffen und habe alle 100 Aktien verkauft. Zu einem Kurs von zum Glück immerhin 14,32 € und habe dann unterm Strich wirklich diesen massiven Verlust gemacht von 63,63%, was 2514,60 € entspricht. Also wirklich eine Katastrophe. Und das ist wirklich mein schlechtestes Investment, was ich jemals getätigt habe oder was ich realisieren musste. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich wirklich damit schlecht gefühlt habe. Ja, aber so war es dann nun einmal. Und das Ganze habe ich inzwischen natürlich überstanden und habe da auch meine positiven Schlüsse rausgezogen. Nämlich, ich habe daraus auch gelernt, mental, wie ich mich verhalte in so einer Situation, aber auch die Art und Weise, wie ich mir Aktien anschaffe oder kaufe. Nämlich, ich habe diese Aktie, das ist nämlich Punkt 1, damals gekauft, nicht aus reinem Investmentgrund, dass ich mir das Unternehmen angeschaut habe, den Chart angeschaut habe und das Ganze systematisch analysiert habe. Nein, es ging eher darum zu sagen, ich habe hier einen Sondereffekt, einen Vorteil mit diesem Bordguthaben und deswegen habe ich mir auch genau 100 Aktien gekauft. Das heißt, ich wurde auch in gewisser Weise durch dieses Vorgehen zu einer Größe von dieser Aktienposition gezwungen, die ich vielleicht sonst gar nicht hätte eingegangen. Das war Punkt 1 und der nächste Punkt ist, dass ich jetzt inzwischen weiß, ich habe mich damals zwar auch mit Put-Optionen abgesichert, aber nicht speziell in diesem Fall. Und warum habe ich das nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Hinterher ist man immer kluger, ich hätte es machen sollen, aber ich weiß für mich heute ganz genau, wenn so etwas droht, dass sich so etwas anbahnt, dann würde ich mich heute mit Put-Optionen ganz klar absichern. Vielleicht nicht mein komplettes Depot, aber gerade solche Aktien, die dann ja vielleicht mal ein bisschen mehr gefährdet sind, die sichere ich lieber ab, um einfach nur, also im schlimmsten Falle zahle ich eben die Prämie für diese Absicherung und das Ganze ist gut gegangen. Ja, habe ich auch ein kleines Minus gemacht, aber um solche Fälle einfach vorzugreifen. Also heute würde ich ganz anders in die Sache herangehen und deswegen sehe ich es inzwischen auch positiv, dass mir das überhaupt passiert ist, muss ich sagen. Denn
Ja, was sicherlich hilft, ist, dass ich nach Corona oder in der Corona-Krise auch gut zugegriffen habe, investiert habe in andere Werte, unter anderem auch in der Tech-Branche. Auch ein Nasdaq 100 ETF war dabei, den ich hochgewichtet habe zeitweise. Und dadurch habe ich natürlich ja wieder mehr Gewinne machen können innerhalb kürzester Zeit, um diesen Karnevalverlust auch ja, wettzumachen. Aber ist auch vollkommen egal, denn dieser Verlust, der war ja trotzdem da und diesen Fehler, so gesehen, habe ich auch gemacht. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich diesen Fehler akzeptiere und das ist wichtig. Ich habe den Verlust realisiert und man muss wieder nach vorne schauen. Und da kann ich nur appellieren an alle anderen, denen so etwas passiert, so ein schlechtes Market Timing so gesehen, das auch zu machen. Das Ganze zu akzeptieren, zu sagen, okay, es geht jetzt vorwärts. Was habe ich daraus gelernt? Was kann ich in Zukunft besser machen? Und das Ganze dann möglichst anwenden. Denn nur so kommt man letztendlich weiter und nur so wirst du auch in Zukunft wirklich sehr erfolgreich mit Aktien sein. So, und jetzt habe ich eine Bitte. Schreib mir doch einfach mal in den Kommentaren, ob du auch schon mal so ein Verlusterlebnis hattest, dass du vielleicht sogar dieses Verlusterlebnis von mir toppen kannst, in 18 Handelstagen ein Minus zu machen von 81%. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob du das Ganze zugibst und in diese Kommentare reinschreibst. Ich werde das mit Interesse beobachten und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, ob das bei dir vielleicht auch der Fall war. Wenn nicht, schreib trotzdem rein, dass dir sowas vielleicht noch gar nicht passiert ist, dann Hut ab. Das ist sehr, sehr gut. Schon mal Kompliment an der Stelle. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wenn du noch kein Abonnent bist, dass du den Kanal abonnierst. Und ich hätte ansonsten noch hier eine Playlist für dich und hier ebenso. Schau doch mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Investierer Sebastian. Tschüss.